Hallo Welt, da sind wir wieder und ich bin so glücklich. Ja, ihr macht ja fein mit da draußen, das ist super, das macht richtig Spaß. Ja, erstmal danke an Marquito Ritz. Ja, ich habe ja schon geantwortet, eine PN. Lösungsvorschlag habe ich nicht wirklich, es sei denn, du möchtest cheaten und da habe ich dir ein kleines Video geschickt. Ja, Leuchtpistole weiß ich noch nicht, ob man die irgendwo wiederkriegt. Vielleicht in der Burg oder vielleicht auch in den Werkstätten. Ich kann es einfach, ich weiß es nicht. Ich habe meine ja auch mal verlegt. Genau auf das Video hattest du ja geantwortet. Leuchtpistole verlegt irgendwie. Ja, wirklich wiedergefunden habe ich sie dann. Sie war gar nicht verlegt. Ich glaube, Preston hatte sie oder ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wir haben sie dann wiedergefunden auf jeden Fall. Auf jeden Fall vielen Dank für den Comment. Und ja, ich beantworte schon die Comments. Ich bin halt jemand, der viel und gerne schreibt und wenn ich schriftlich auf die Comments jetzt antworten würde, dann wird es einen halben Tag dauern, bis ich erstmal fertig bin. Nicht, dass ich zu langsam schreibe, ja das auch, aber vor allem zu ausführlich, glaube ich. Und deswegen beantworte ich die Comments eigentlich ganz gerne auch in den Videos. Ist halt so ein bisschen interaktiver das Ganze und ich finde, das bringt so den alten Sinn von YouTube ein bisschen wieder zurück. Ich finde, der ist ein bisschen eingeschlafen. So wie ich das zumindest so gesehen habe bei vielen Kanälen in der Vergangenheit, dass da, ja, das wird eher so ein Facebook-YouTube-Gemisch und ich bin halt anders. Ich mag es zu antworten in den Videos und ja, das macht halt mehr Spaß. Vielen Dank auf jeden Fall für den Kommentar nochmal und wie gesagt, es bleibt nichts unbeantwortet. Kommt alles, ups, hier wird geschossen, scharf geschossen wahrscheinlich. Oh, ja, das ist eine gute Waffe für hier. Haben wir nichts Besseres? Ja. Oh, ein Mensch! Und eine Plasmamine. Plasma. Cricket! Was ist Cricket? Cricket? Ist das nicht ein Spiel? Oh mein Gott, Cricket. Plasmamine. Kann man die auch so leicht entschärfen wie die anderen? Oh, wo ist sie jetzt? Ach da. Yep. Eh ganz oft gedrückt. Dann geht das schon. Irgendwo geht sie aber richtig zur Sache. Sollen wir uns dem da nähern? Müssen wir uns dem da nähern? Ich weiß es nicht. So genau. Ich kann hier nichts klicken. Hallo. Klick mal die Karte an. Jetzt machen wir das anders nochmal. Nein. Keine Karte. Ach so. Das war jetzt nicht geplant. Mein Gott, die Karte ist weg. Gib mir eine Karte. Muss ich jetzt aufstehen und dann. Karte. Ja, aufstehen und dann geht's. Ja, wir müssen hier hin nach Wilson Automatois Fabrik. Ja, das fand ich letztens schon irgendwie einen sehr witzigen Namen für eine Spielzeugfabrik wahrscheinlich. Wir müssen also uns links halten. Wir brauchen gar nicht jetzt hier nach den Ruinen von Quincy. Wer weiß, ob Quincy persönlich da noch rumrennt. Könnten wir. Wir sind ja ganz in der Nähe, aber unsere Aufgabe ist ja woanders. Und wir werden. Ah ja, Raider. Wir werden nie erfahren, was es mit dieser Cricket auf sich hat, wahrscheinlich. Das ist ein bisschen leise. Ist das bei euch auch so leise? Ist mein Dings verstellt, mein Headset. Ja, das Headset ist sowieso Verdammt, wo acht sind Sie? Euro bei Plus. Gibt es Plus überhaupt noch? Ja, früher gab es mal so einen Laden, der hieß Plus. Da konnte man auch günstig einkaufen. Glaube ich. Weiß ich nicht, ich war zu jung. Ja, sowas wie Aldi, glaube ich. Ja, wo ist jetzt. Ja, okay, wir sind ganz in der Nähe. Ich sehe es unten am Radar. Oh, Radioaktivität. Nicht gut. Wir nehmen mal sofort so ein Red. Na, wir müssen aufstehen und dann Red X einnehmen. Red X. Obwohl, lohnt sich das jetzt? Haben wir denn genug davon dabei? Dann nehmen wir eins. Ansonsten lassen wir es. Ja, sechs. Das ist mehr als genug. Jede Menge los. Oh, wir haben einen Mülleimer mit Kronkorken gefunden. Und 38er Patrone. Ich frage mich immer, wer das wegwirft. Hier ein vergoldetes Sturmfeuerzeug für Öl. Sehr gut. Roter Teller.
wunderbar. Wir nähern uns. Ja, wenn die grün sind, die Gegner, dann werden sie wahrscheinlich sowas wie Supermutanten sein oder einfach kleine grüne Männchen. Hallo, vorbei hier. Ui, ui, ui. Raketenwerfer haben sie auch. Ja, das sind Supermutanten. Ich bin mir fast sicher. Oh, oh. Aha. Oh nein, die sind auch nicht gut. Nicht so gut. Können wir noch? Können wir noch grün werden? Werden wir noch grün? Vorsicht, versteckt grün. Ja, speichern. Und an der Wand entlang. Mal schauen. Aha. Ja, die haben das aber auch nicht besser gebaut als wir überall, oder? Hier waren wir doch schon, oder? Jetzt geht die Karte. Ja, vielleicht waren wir da. Also wir sind direkt daneben. Wie jetzt? Wir sind genau falsch hier. Wir müssen jetzt links. Das da ist das. Das ist das. Aha. Ich hab den Kopf. Wir brauchen Deckung. Oh oh. Jetzt sind wir aber schon so nah an diesem Ding hier dran. Gefahr. Ach, der hat's nicht geschafft. Okay, Kronkorken, 5mm Patrone und. Naja, die Baby. Die große Babyflasche nehmen wir mit. Vielleicht haben wir ja ein großes Baby schon. Bügelsäge. Okay. Hungrig. Auf Mensch. Menschen. Was ist das? Ja. Sehnig, knochig, aber lecker. Besser als Brahmin oder Käfer. Alles ist so leise. Besser als Käfer. Nicht Gule. Oder Rechter. Nicht Gules. Werder sein. Werd schon grün. Ich will speichern. Sein? Nichts gewesen. Wir brauchen eine andere Waffe und wir brauchen eine gute. Oh, oh, oh. Eine gute Sicherheit. Oh mein Gott, hab ich mich jetzt. Ich dachte, was so ist. So langweilig. Wir hätten einen Raketenwerfer oder sowas mitnehmen sollen. Wir verstecken uns hinter diesem Auto. Ist das eine gute Idee? Niemals hinter einem Auto in dieser Welt. Das explodiert doch nur. Hier ist nichts los. Oh, ein Fleischklumpen. Oh, ich habe vergessen, was da steht. Ich habe selber überhaupt nicht mitgekriegt, was da steht. Ja, da oben sind sie. Super mutantischer Mützler. Der ist fies. Der ist fies. Da müssen wir etwas besseren Schutz finden. Dieser große Baum könnte uns Schutz bieten. Könnte. Die Betonung liegt auf, genau, auf könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier gut geschützt sind. Wir brauchen jetzt diese Waffe. Das ist unser Jagdgewehr, hoffe ich. Ich sehe es nicht, weil wir getarnt sind. Und den Scharmützler von hier aus erledigen. Naja, erledigen ist übertrieben, aber treffen wenigstens. Okay. Warte mal. Nein, das ging gegen die Metalldinger da. Worauf schießt er? Er kann uns doch eigentlich gar nicht sehen. Eigentlich. Wird's jetzt Tag oder wie? Ins Gesicht. Preston trifft auch gut. Wir treffen gut. Alles wird gut. Na komm schon, ein Schuss noch und... Nachladen. Du bist vergiftet. Du kannst das nicht überleben. Man muss es ihm nur sagen. Was? Ja, wo? Oh, nein. Oh, so viel auch noch. Radioaktives Wasser. Nein. Die können damit um. Ich nicht. Ist das fair? Oh, sie kommen. Oh, 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 ein Scharmützler, ein Scharmützler. Nein, wir haben doch den einen schon erledigt. Jetzt kann das doch nicht zu Ende sein hier.
ins Wasser. Egal. Red X wirkt nicht mehr. Ich weiß, radioaktive Verstrahlung und komische Bombenstümpfe und Nebel auch noch. Im Nebel könnt ihr mich nicht sehen. Ich euch doch auch. Nein, ich kann euch sehen. Oh yeah. Wer weiß, was hier noch alles lauert in den Sümpfen. Oh Mann, ich höre schon irgendwas schwirren hier. Ach, natürlich. Wir brauchen die andere. Wir brauchen ganz schön. Ui, der Pip-Boy ist vergiftet. Du hast meinen Pip-Boy vergiftet. Verdammt, du blödes Fliegen. Ich mach diese Geräusche. Nein, hör auf, solche Geräusche zu machen. Ich zerschieß deine Flügel. Ich nehme meinen Stimpack. Ich sehe zwar nichts. Ich kann auch. Ich sehe nichts. Ich sterbe. Ich bin tot. Nein, im Wasser, im Sumpf. Wer hätte das gedacht? Ja, das fängt gut an. Wir sind immer noch wohlauf. Nachher wieder, wenn wir jetzt diesen Ladebildschirm, diesen Infobildschirm überstehen, dann überstehen wir auch den Rest, oder? Ja, wir werden es schaffen. Okay, der Scharmützler ist wieder da. Der Mülleimer ist immer noch leer. Was machen wir denn? Hier ist kein guter Schutz. Andere Seite? Nein, sind die Gunner. Hier ist auch. Da ist doch einer, genau. So blöd, Mann. Hat der auch noch? Muss der sich da unbedingt einmischen? Da sind sie. Ja, Mutant. Schnapp dir den Gunner. Wir sind erstmal hier. Oh. Wir gehen hier rum. Hier entlang und verstecken uns in dieser Ecke. Und da kommt Supermutant. Oh nein. Supermutant. Ah, er hat uns verloren. Wir können uns gut tarnen. Wir verstecken uns hier hinter und tun so, als wären wir ein Busch. Wir brauchen eine andere Waffe. Er hat uns entdeckt, aber nicht getroffen. Haha, ich komme hier nicht durch. Wow, rennen. Lucretia, renn. Nun renn doch schon. Ich würde rennen. Ich würde sowas von rennen. Also, wäre ich in der Situation, würde ich rennen. Das wäre mir alles egal. Von wegen außer Puste sein oder so. Mein Gott. Oh, der Scharmützler und der andere Scharmützler. Nee, der Vollstrecker auch. Das noch. Ich kann aber hüpfen. Könnt ihr auch hüpfen? Hüpft. Oh mein Gott. Und was mache ich hier eigentlich? Das fängt so stressig an. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr raus hier. Spring. Du bist ein Frosch. Spring, kleiner Springfrosch. Spring. Er hat uns erwischt. Wir können wieder rennen. Renn hier rein. Was ist hier drin? Renn da. Oh, Ghule! Nein! Renn weg! Schnell! Ghule, schnappt euch die Mutanten! Die sind böse! Schnappt sie euch! Wir haben es geschafft! Wir sind außer der Wer? Durch unser ganzes Rumgehüpfe haben wir es geschafft und sind den Mutanten entkommen. Haben wir das gut gemacht? Ja, natürlich. Puh. Nur keine Aufregung, keine Panik. Ich muss nur eben wieder mich richtig auf den Stuhl setzen. Ich bin fast runtergerutscht. Nein, das war ja langweilig jetzt. So geht's auch nicht. Zwei haben wir schon erledigt. Das ist doch gut, oder? Preston spielt damit am Ghoul rum. Kann er ruhig. Ghoule sind ja jetzt. Ich zittere am ganzen Leib. Also ich bin auch ein bisschen am Schwitzen. Das kommt aber vielleicht auch daher, weil heute Bergfest ist. Bergfest, meine Freunde da draußen. Bergfest, ja. Supermutanten, schlechter mit Sternen. Na den legendären. Den wollen wir jetzt nicht. Oh, der Ghoul. Ghoul, greif ihn an. Wenn ihr auch sonst nichts könnt, ihr könnt doch an... Hier hat irgendwas gezirpt. Bitte nicht so ein Fliegeding. Oh mein Gott. Ich sag jetzt nicht, dass es stressig war. Nein, es hat Spaß gemacht. Das war doch eine lustige Erfahrung, oder? Ich hatte meinen Spaß. Vielleicht sollten wir hier so ein
Naja, so ein Ding drauf feuern hier von unserer Burg. Kann die so weit schießen? Die Folge ist schon vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Preston hat seinen Säbel. Ja, Preston, da hast du deine Lieblingswaffe gefunden, was? Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!